Okay, Leute, hier bin ich wieder mit The Sims 4. Und ja, wie heute angekündigt, habe ich mir das Erweiterungspack an die Arbeit geholt. Und wir werden uns gleich mal ansehen, was das bringt. Ja, ich hab schon die Einleitung übersprungen, da ich erstmal wissen wollte, ob sich da irgendwas verändert hat. Aber ich bin noch nicht ganz groß ins Spiel reingegangen, also keine Sorge, Leute, wir finden es gemeinsam heraus, was da in den Erweiterungspacks abgeht. So, jetzt muss ich erstmal warten, bis das hier lädt. Oh je, das lädt aber lange. Ah, hä? Ich bin offline. Ja, wir gehen jetzt. Ist keine Internetverbindung verfügbar. Hä? Leute, das. Ich glaube, hier ist was Komisches los. Ich werde mir das mal gleich ansehen und dann sehen wir uns gleich. Okay, Leute, ich bin wieder hier und das Problem ist jetzt behoben. Weil jetzt sind hier ja jetzt unten noch diese ganzen Icons hier. Und dann, ja, muss wohl ein kleiner Bug gewesen sein. Okay, dann gucken wir uns mal jetzt die DLCs an, die ich gekauft habe. Und zwar hier an die Arbeit, wie erwähnt. Ja, das sieht ganz cool aus. Oh, das interessiert mich sehr. Ich würde mich mal fragen, ob wir das mit Bonnie ausprobieren sollen. Oder ob Freddy mal eine andere Karriere einschlagen soll. Zum Beispiel hier Geschäft aufmachen oder sowas. Nee, passt nicht. Oder Arzt. Wir werden schon sehen. Wir können jedenfalls zwischen Polizei, Arzt, Wissenschaft und Handel auswählen. Und dann wären ja noch die coolen Küchenaccessoires. Die habe ich mir nämlich auch gekauft, da mich das Eis sehr interessiert hat. Und das will ich auch mal ausprobieren gleich. Ja, EA hat ganz tolle Ideen mit deren Accessoire und Erweiterungspacks und deshalb habe ich mir halt mal die zwei hier geholt. Und wobei wollte ich an die Arbeit schon immer mal haben. Also, dann stürzen wir mal jetzt wieder ins Geschehen, oder? So. Oh ja, ich vergaß, sie sind ja noch im Urlaub. Also wen sollen wir steuern? Freddy, Chica, Foxy oder Bonnie? Naja, weil Bonnie mein Favorit ist, nehmen wir ihn. So, dann lassen wir das Spiel jetzt mal laden. Ja, jetzt müssen wir sie extra von und wegbringen, weil sonst können wir das Erweiterungspack nicht ausprobieren. Mist. Oh, das hat ja schnell geladen. Okay, wie ihr unten rechts schon seht, haben wir so ein komisches Icon. Wir klicken mal drauf. Ah, hier. Möchtest du einen Einzelhandel eröffnen? Du kannst auch später übers Telefon einen Einzelhandel kaufen. Nein, nicht jetzt. Zwar ist jetzt das Symbol weg, aber die haben ja gesagt, aber das hat ja gesagt, dass wir das Selfie machen? Seit wann ist das möglich? Seit wann kann man ein Selfie machen? Lol. Okay, wo ist das? Ja, das können wir womöglich nicht hier im Urlaub machen. Notizbuch. Ne, hier ist nichts drin. Wir lassen sie am besten ausschlafen. Am besten springen wir dafür jetzt mal die Zeit ein bisschen vor. Will ich das Ratgeber lesen? Nö. Lassen wir die schlafen. Okay, wir warten jetzt erstmal. Mal sehen. Ja, Bonnie schlägt zu Hause eine ein und für Freddy werden wir möglich eine andere Arbeit finden.
Aber ich finde es gut, dass man jetzt auf der Arbeit sich wieder so individuell bewegen kann wie auf Open for Business. Weil Open for Business ähnelt das schon hier wie an die Arbeit. Nur es gibt hier ganz viel mehr Sachen, die man machen kann. Man konnte in Open for Business nur das mit den Geschäften machen und sowas, mit Friseursalon und sowas. Aber hier kann man jetzt auch Polizei, Arzt und Wissenschaftler inszenieren. Das ist das Perfekte dran. Okay, ihr alle, raus aus den Federn. Ausgeschlafen? Oh oh, Freddy muss auf die Toilette. Und eine feuchte Umgebung. Ja, wir müssen das erstmal schön aufräumen. Oh oh, Foxy muss auf die Toilette und wirft das weg. Ja, danke. Wo willst du hin? Ist das nicht ein zu schlechter Zeitpunkt, um jetzt Hufeisen zu spielen? Oh, der arme Freddy. Ach, zum Glück ist da niemand. Sind wir eigentlich hier ganz alleine? Das wäre irgendwie komisch. So, rein in die Toilette. Oha! Das ist schlecht. Hunger, Hygiene und Blase. Wir müssen das alles machen, bevor wir aufbrechen. Sonst können wir im Traum nicht mal daran denken. WC-Plage. Kannst du mal aufstehen? Du kannst jetzt gehen, ne? Lol. Ah, jetzt. Und danach kannst du dich erst auch mal schön abduschen. Glasaugenüberraschung ist ein beliebtes Campingrezept. Wenn du über hohe Kochfähigkeiten verfügst, kannst du dieses Gericht zubereiten. Zutaten, Glasaugenbarsch, ein Heidelbeeren und Heuschrecke. Vielleicht wirst du beim Kochen inspiriert. Naja, kann sein. Urlaub ist eine gute Maßnahme, um Stress zu verarbeiten und zu entspannen. Nimm eine Weile bezahlten Urlaub, um sicherzustellen, dass die Rechnungen bezahlt werden, wenn du unterwegs bist. Ah, okay. Aber, hä? Soll ich? Geht's dir jetzt besser? Wir haben hier ja einen Kühler. Du kannst mal Bonnie hier mal beitreten, ne, Chica? Lol. Hat keinen Bock mehr. Der hat keinen Bock mehr. Immer noch wütend. Die sind immer noch alle aufgeregt vom Feuer eben. Ist was. Nein. Du nimmst das vom Kühler.
Vanessa? Been equipped. Kroba! So, ja, nehmt ihr was zu essen. Ihr müsst alle was essen, wenn ihr wieder bei Kräften zurück nach Hause wollt. Bring das weg. Sie Lloyd? Russia par belay. Can't enjoy. Belay in the gala. Nebahana. Nubim Shorg. Drink a shalvo. Verrope ling. Jasmine. Waff. Gretchow. Hibs, hibs, shrizzle. Blah, blah, blah. Crasho. Don't worry. Wallaloo. Storn of flame. Kithara Gorsoy. Lombic. Warno Ooks. With a charb. Wabarani Bayumi. Cebu on a mop. Befite Pelka. Kumiao Bu Sharp's potion. Hana. Oh. Yibs. Oh, cool. Die sind Freunde geworden. Spino? Ja, Fruz. Oh. Karenzi. Ma. Biamba. Nasine Pafarbol. Lombek. Warno Ooks. With a charm. Retinus Minchi. Barlene Yorid. Or Batani. Sibu. Bretano. Friffa. Sminchi. Jaspris. Bosch. Befite Grino. Barsp. Quofi Baruda. Flazzle Vilpa. Abimi? Ab nach Hause. Okay, ja, ich war kurz weg. Oh, Chica ganz alleine hier draußen. Arzt. Okay. Er hat 3 Tage bis zur Arbeitszeit. Dann muss er anfangen. Klavi Pwibs, Galmu. Ah.
Okay. Wir haben gerade ein Selfie gemacht. Zombo yelps? Ah, Turinga. Noi. Oh. Noi. Fras Bobsel? Chichi? Hish Pipsa Lagoosh? Blarkem, Moosh. Brapna, Gleevy, Vazoo. Gosh of Whibs. Gorb, huh? Inja, Inja. Brune. Jovi. Delso. Tribs, Iba, Pongi de Fui Nudge, Bulein Nagelna, Nebahana, Nubim Shorg, Usanad Zarspa, Wixani, Babwa, Spongin. Zoyaga! Ja, ausprobieren. Äh? Arv! Zoipo! Pema! Ich weiß nicht. Bonnie sollte das jetzt erstmal nicht machen. Das könnte Chica schon ein bisschen fragend da stehen lassen. Wir sollten warten, bis das hier voll ist oder hier beste Freundin steht. Wenn ja, dann können wir das von mir aus probieren. Aber jetzt nicht. Noch ist es zu früh. Also erstmal weiter hier so Kontakte knüpfen. Aber bald muss Chica mal schlafen gehen, weil sie ist müde. Grau! Lenu? Droga Melpanka! Yonk? Wir wollten ja diese Eismaschine suchen. Und da müssen wir mal sehen, ob wir so eine finden. Wir können ja mal suchen. Eismaschine verführerische Süße. Okay. So, dann bringen wir das mal hier direkt in die Küche. Das kostet... Ach, das ist nicht viel. Okay. Eis herstellen. Oh je. Wenn wir schon viel Eis herstellen wollen, muss man hier dafür sorgen, dass die Kochfähigkeit hochgebracht wird. Wir können das am besten mit Fähigkeitsbüchern versuchen. Die sind richtig gut. Aber erstmal reicht ein Schokoladeneis aus. Lecker! Und dann holen wir ein Buch für Freddy, damit er kochen lernen kann. Alle müssen das, das ist wichtig. Rush? Huh. Erstmal etwas warten. Oh, wie animiert das ist. Süß.
Naja, wie geht's bei den beiden voran? Hey. Baino Wexa? Huh? Oh, DZ Wog. Ein Karton? Cool. Becher nehmen. Ah, Topping auswählen. Streusel. Lecker. Wofür ist das? Topping. Streusel und Garnitur ist... Erdbeeren! Lecker! Oh Gott, ich schwärme von Eis. Kannst dir gleich eins nehmen, wenn du willst. Oh, lecker. Oh, ist das lecker. Na, die haben wohl bemerkt, dass sich das Freddy Eis hergestellt hat. Deshalb sind die jetzt voll verrückt danach. Oh. Ich hatte recht. Kalt, 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 kalt. Oh, na. Bona, Wibbis. Oh. Hatte Jabber. Mein Sorpelhisch. Pardo, Quibs, Bada Yen. Don't. Nulitz, Gorbine. Watanini, Jove, Big Kappa. Lange, Siska, Thanika, Yenf. Grenif, Padounce. Piarb, Kajol. Shalbo. Shalba McCorbiff. Dub my blurfin. Oh, yes. Oh, yeah, the worm. Mmm, lecker, nicht? Romana de Lopa, de Weeper Bar. Plan-Eyed Veruga, Wolfie, Dabki Payfin, Axawa, Skiba Glosh, Waboose, Trangella, Grinoy Barsk, Olamide, Shorg, Pluffy Garang, Kitsune, Wabarani Bayoum, Handolzer Pal, Wabarani Bayoum, ah, nimm schon die Arbeit ab. Sibu on a mop. Polamide Bow, Shorg, Nerkska, Shirarg, Mozani, Noobeam, Shorg. Yibs. Yeah? Tranjala Jabim, and Zirpa. Okay, dann. Bringen wir Chica erstmal auf die Toilette. Glücksgefühl. Ja. Ab ins Bett.
Oh je, das wird mal wieder ein ganz langes Video. Ja. Okay. Yabosa. Eureka! Bonnie hat eine Idee für einen Momentum-Konservator aufgeschrieben und damit seinen ersten Durchbruch erzielt. Klick auf den Notizbuch-Button oben im Telefonmenü und erfahre mehr darüber. Okay, können wir mal gucken. Keine Zutaten benötigt. Yibs. Kununada. So, dann bringen wir sie alle ins Bett und dann beenden wir auch den heute. Lol. Du sollst doch schlafen! Nein! Schlafen musst du. So, jetzt schlafen alle und dann beenden wir jetzt auch mal diesen Tag. Also, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Und hinterlasst mir ein Like, abonniert mich, wenn ihr wollt. Und auch gutes Feedback. Und eventuell werden wir morgen sehen, was Bonnie so treibt. Oder auch nicht. Also, bis zum nächsten Mal.